Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Ich bin weiter nicht alleine unterwegs, sondern weiter mit dem guten Jollum. Hallo. Und ich habe heute ausnahmsweise mal das Tagebuch eingeblendet, denn wir haben zwischen den Aufnahmen jetzt ein bisschen diskutiert, was machen wir jetzt als nächstes? Ich habe zwei Klassenquests offen, wie man so schön sieht hier. Einmal die Sache mit dem Doktor, der mich jetzt hier auch nach oben schickt, um hier das Sensenetz auszulesen. An verschiedenen Punkten. Und ich habe schon die ganze Zeit hier im Westen noch Kisa 10s Versteck, wo anscheinend bloß die fünfte Chronik ist. Wenn man sich den Tooltip hier durchliest, den der gute Yordam eventuell bei sich auch gerade einblendet. Aber meine Chroniken sagen, ihr liest die zweite, dritte, vierte und die fünfte Chronik. Da fehlen also irgendwo noch irgendwelche. Und wir haben beide keine Ahnung, wo wir das Ganze machen können. Und da das Ganze so ein bisschen ab vom Schuss ist, während alle anderen Quests sich jetzt nördlich von uns abspielen, haben wir gesagt, okay, es ist der kürzere Weg, erstmal hier den Weg nach Norden und dann zur Basis zu fahren. Das war dann halt mit dem General Yavin als Farwin als erstes sprechen. Und der Rest sehen wir, wie sich das Ganze ergibt. Und wenn wir notfalls eine Folge machen, wo wir mit Schnellreise nochmal die gesamte Region bereisen, bloß um die Chroniken hier zu lesen. So. Gibt es noch mal eine schöne Sightseeing-Tour in dem Fall? Ja. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir reisen erstmal gen Norden und gucken, wo uns der gute Farwin denn hintreibt. Ist halt schön, wenn die ganzen Quests für uns beide schon so ewig lange her sind, dass wir das nicht mehr so richtig wissen. Und ich habe den imperialen Agenten ja noch nie gespielt gehabt und bei dir ist der ja schon so Ewigkeiten her. Na, so ewig auch nicht, war die Ja. vorletzte Klasse, die ich beendet habe, aber ja. Ja gut, aber wenn man dann alle Das ist auch schon ein bisschen her. Klassen dann von 1 bis 70 spielt inzwischen, da kommt ein bisschen was zusammen. Und dann weiß Ja, man, nur von 1 bis 50. selbst Danach 1. haben eh alle die gleiche, danach haben eh alle die gleiche Story und dann Aber ist selbst das zwar nicht 1 bis da. 50 hast du ja so viel Zeug. Das stimmt. Und also für mich verwaschen dann irgendwo die Missionen. Was war jetzt so eine Mission von der Klasse? Was war die Mission vom Planeten? Hast du wieder mal irgendwas verpasst? Irgendeine Mission Richtig. übersehen? Hier müsste links der Posten sein. Jo, da gibt's auch schon wieder viele Ja. neue Quests. Und ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, ist das genau der gleiche Posten, den man auch auf Republikseite hat. Da kommt man Ist auf jeden bloß Fall ja auch aus die der anderen gleiche Ecke. Karte. Da kommt man von hier hinten irgendwo. Republikanische Neusiedlungszone. So, wo ist Farben? Wir haben Aber sonst definitiv. immer schön langsam. Dem hier vorne erstmal sprechen. Im Pandor? Andor, ja. Ja. Dem fehlt. Der hat ein R zu viel und ein O und ein N zu wenig. Bin ich der Meinung. Oh, gebt mir 30 Sekunden und ich erkläre euch meine Idee. Die haut euch bestimmt um. Es ist brillant, spektastisch. Wir versetzen der Republik einen Tiefschlag. Es geht um ihre Verwundeten. Habt ihr das Wort gerade selbst erfunden? Ah, kann schon sein. Das passiert mir manchmal. Unser Geheimdienst meldet, dass die Republik das alte Krankenhaus renovieren will. Och Die nö. meisten medizinischen Geräte sind noch intakt, darunter auch die Colto-Tanks. Ich schlage vor, wir kontaminieren diese Behälter und fügen noch eine Kleinigkeit hinzu. Könnt ihr wohl raten, was ich meine? Ich nehme an, das Rakul-Virus. Ganz genau. Dann hat die Republik eine echte Plage am Hals. Na, wie findet ihr das? Kann ich ihn erschießen? Spektastisch finden wir das natürlich. Keine schlechte Idee. Danke, danke. Das alte Krankenhaus ist seit Jahren verlassen. Wer weiß, was sich darin herumtreibt. Dracula. Seht euch vor. Hier ist das Virus. Ihr solltet das Fläschchen sicher aufbewahren.
Spoiler auf Republikseite versucht man da das Gegenmittel. Ah, stimmt, ja. Ich hasse das Ding. 3 Etagen Rakule. Keine großen Etagen, aber 3 Etagen Rakule. Und ein Keller. So, Senso. Was für ein Tag. Das Abenteuer der Jagd, die Hitze des Gefechts. Seid ihr auch wegen des Kopfgelds hier? Da draußen geht es wirklich zur Sache. Geld. Wie könnte ich die Aussicht auf Gewalt ablehnen? Das Imperium will, dass die Kata ausgelöscht werden. Und blöderweise haben diese fälligen Viecher einen Pakt mit den Nikto geschlossen und tauschen Land gegen Schutz. Die Nikto sind brutal. Schlaue Kämpfer, alle. Aber die Besten sind noch eine Stufe höher. Die Morgokai-Krieger der Nikto gehören zu den gefährlichsten der Galaxis. Sie sind ausgebildet, um Anwender der Macht zu töten. Und einen normalen Mann umzubringen, fällt ihnen nicht schwerer als zu atmen. Wenn diese Morgokai so mächtig sind, wieso sind sie nicht bekannter? Es gibt nicht so viele. Oder vielleicht gibt es auch niemanden, der sie gesehen und das überlebt hat. Die Imperialen sind es leid, ihre Wunden zu lecken. Und haben uns angeheuert, um die Nikto zu erledigen. Es gibt jede Menge Beute zu holen. Wollt ihr euch uns anschließen? Wenn das Imperium sie tot sehen will, ist das Grund genug für mich. Von mir aus? Eure Motivation geht mich nichts an. Die Imperialen bieten eine Prämie für jeden ausgeschalteten Nikto. Plus einen ordentlichen Bonus für die Kortosis-Stäbe der Morgokai. Wenn ihr es lebend zurückschafft, sorge ich dafür, dass ihr für eure Erfolge bezahlt werdet. Komme ich auch einen Bonus für tote Sis-Kata? Nein, weil es dir nie gelingen wird. Guck mal unsere Levelunterschiede an, dann reden wir nochmal drüber. Er wird kleiner. So, wir müssen doch irgendwo den Typen finden, den War Farben. Das hier, wo der oben stand? Irgendwo? Nee, der ist ja ganz hinten. Ganz hinten ja. Ist der. Eben gerade nachgeguckt. Ja, diese Basis hier ist irgendwie riesig und manchmal stehen sie dann nach oben und dann... Ja, ich glaube, auf Republik-Seite läuft man erstmal unten alles ab und sucht die, bis man auf die Idee kommt, man könnte ja auch vielleicht die Treppe suchen, die man ständig übersieht. Ja. Geht er. Gut, dass ihr mit uns kämpft. Ich bin General Farwin. Darth Gravus hat mir von euren Taten berichtet. Diese Mandalorianer sollten sich ein Beispiel an euch nehmen. Wir haben sie hierher gebracht, damit sie uns beim Auslöschen der Kata unterstützen und die Republik endgültig von Taris vertreiben. Aber die Mandalorianer sind schlampig. Sie wissen einen sauberen Sieg nicht zu respektieren. Um die Kata zu verjagen, brauchen wir die gute alte imperiale Macht. Und euch natürlich. Die Katar sind zu groß wie ein Statusbericht. Ich konnte das auch nicht nehmen. Wir befinden uns in einer Sackgasse. Unsere Mission war es, das gesamte Gebiet auszuräuchern. Nun wehren sich die Verbündeten der Republik. Dieser Teil von Taris ist von Katar-Siedlungen bedeckt. Sie verteidigen ihre Häuser unter der Führung eines barbarischen Kriegers. Sein Name ist Bashun. Einige nennen ihn grausam, brutal und furchterregend. Ich sage, er ist ein dreckiger Fremdling, der beseitigt werden muss. Ich schlage vor, ihr haltet euch mit abfälligen Bemerkungen über Fremdlinge etwas zurück. Das war nicht auf euch bezogen, nur auf diese verfluchten Kata. Das sind dreckige Super. Biester, besonders ihr Anführer. Bashun ist all unseren Anschlägen entkommen. Und jetzt hat er sich mit modernsten Waffen verschanzt. Geschenke der Republik. Ich habe auch ein Geschenk. Habe 10 weitere der besten Kata getötet. Ein paar mehr und ich kann mir einen Mantel machen. Ihr folgt mir schon wieder? Ich habe euch gewarnt. Haltet euch von mir fern oder ich spalte euch in 2 Hälften. Wer könnte so närrisch sein, mich herauszufordern? Eure Selbstüberschätzung ist noch euer Untergang. Aufhören. Lasst eure Wut an Bashun aus. Aber zuerst müssen wir seine Verteidigung überwinden. Seine Lager sind voll von republikanischen Waffen, bewacht von den besten Kata-Kriegern. Auch republikanische Kampfdroiden. Ohne diese Waffen sind die Kata und Bashun verwundbar. Wir müssen sie jetzt vernichten.
Bashun steht bald schon ohne Waffen da. Diese Mission ist zu wichtig, als dass ihr sie vermasselt. Ich komme mit. Mal sehen, wer mehr von Bashuns Elitekriegern erledigen kann. Ich wette meine Bezahlung, dass ihr verliert. Ja, dann kriegen wir mehr Geld. Ja, wunderbar. Das wollt ihr euch von ihr doch nicht bieten lassen, oder? Schlagt Tanner mit ihren eigenen Waffen, indem er die der Kata zerstört. Ich wusste gar nicht, dass sie so viel Geld hat, dass sie uns das Ganze schenken kann. Das ist ja sehr freundlich von ihr. Also die Karte hier ist ja voll von irgendwelchen Questpunkten. Das ist ja schön. Richtig, aber die Chroniken müssen wir dann doch erstmal zuerst machen. Wieso? Ach nee, doch nicht. Alles gut. Warte mal, ey, das ist interessant. Was denn? Die Chroniken. Auf der großen Karte werden sie mir nicht angezeigt. Aber jetzt hier in der eingezoomten werden mir die Chroniken eingeblendet. Oh Mann. Dann machen wir die hier zuerst. Dann hat sich das Problem wirklich sehr gut gelöst. Da oben sind ja auch noch welche. Ja. 3 Chroniken sind hier. 3 Stück, genau. Dann macht die Nummerierung vielleicht auch Sinn. Ja, also muss hier 2, 3 und 4 sein. Die 5 dann wirklich, wenn man dann irgendwann da unten hinkommt. Gut, dass wir das Ganze in der Reihenfolge machen. Gute Wahl. Ah, sehr schön. Ich könnte jetzt behaupten, du hast das Ganze gewusst und gespoilert, aber das wäre gelogen. Richtig. natürlich nicht. Auf den Weg. Ja. Wo fangen wir denn an? Ich würde sagen, hier im Süden, da ist irgendein Blip. Was ist hervorgehoben ist, das sind Morgukai Blutskrieger, die wir töten sollen, 3 Stück. Wir sollen nur die Stäbe erbeuten, von töten steht da nichts. Aber ich glaube, sie geben uns die nicht freiwillig. Stand da nicht töten, habe ich das... Ja gut, ein blutiger Sport. Ja. Gucken, kommen wir da vorbei oder sind da Mauern im Weg? Wir sind auf Taros, hier gibt es fast keine Mauern. Ja, aber Raumschiffe. Das Größenverhältnis von deinem Haustier und dem Läufer ist auch sehr lustig. Wo ist mein Haustier? Unter dir. Fast. Ich muss mal kurz die UI ausblenden. Ich sehe mein Haustier nicht. Ist eigentlich jetzt genau vor dir. Also normalerweise werden die Haustiere ausgeblendet, wenn man im Fahrzeug ist. Also ich sehe es zumindest. Also ich sehe dein Haustier. Also vielleicht siehst du es nicht, aber ich. Warte mal, wir können das. Steht definitiv Taunton Bock Stufe 38. Steht immer noch da, wo es eben auch stand. Ah, okay, da habe ich bei mir ein Einblendungsproblem, weil ich sehe es momentan auch nicht. Alles in Ordnung. Okay. Jetzt sehe ich es nicht. So, jetzt habe ich den Helitropa Subterros. Jetzt können wir mal in deine Nähe hier gehen. Damit man so die Größenverhältnisse sieht. Ach, schade. Ach, sorry, warte. Man hat es ihm kurz gesehen gehabt. Er ist etwas größer, als der Fuß hoch ist. So, er geht hier mit dem Kopf bis zum Fußgelenk. Ah ja, von oben sehe ich es auch. Weil das war mit dem Taunton eben nicht anders und es lief immer in deine Nähe. Immer so kurz davor, zerquetscht zu werden. Ja, der wird sicherlich immer wieder, also er wird vermutlich bei mir einfach bloß einen Anzeigebug gehabt haben, genauso wie vorhin ja auch der M4er am Fahrstuhl rumstand. So, da oben haben wir einen goldenen. Ah, wir sind schon da. Ja, wir sind schon da. Und den goldenen, den kann ich immer irgendwie nicht. Zu dem kann ich irgendwie nicht Nein sagen. Goldener. Ich sollte vielleicht mal wieder die UI einblenden und ich auch weiß, was ich hier mache. Ich meine, okay, solange ich bloß hier 1 und 2 drücke, geht das immer noch. Und ganz wichtig, Alt 1. Für den Flächenangriff. Ah, den brauchen wir auch sowieso für unsere Quest. Echt? Der hat so einen tollen Stab, ja. Das ist die Frage, ob der zählt.
Der wird hier eingeblendet, wenn ich drüber gehe, dass der zählt. Ah ja, da ist für ich. Ich bin nicht großartig drüber gegangen mit irgendwie mit der Maus. Also von daher hatte ich das nicht gesehen gehabt, dass der dafür irgendwie zuständig ist mit. Wie gesagt, ich kann ja die Einblendung nicht an, da muss ich drüber gehen, wenn ich sehen will, was da steht. Ja, ich hab bloß gesehen, er hat so einen goldenen Stern, also nehmen wir den mit. Nochmal einen Stab. Ja, sind wir schon bei 2 von 3. Haben wir erst bei 8 von 20 Kriegern. Also da würde ich jetzt sagen, da machen wir aber jetzt nicht unbedingt in der Hoffnung, dass die Dinger nicht droppen, weil müssen wir auch mit den Gegnergruppen sehr vorsichtig vorgehen. Also sobald ein Krieger da ist, ist die Chance da, dass der droppt. Ja, hier ist der Stab, aber die kriegt man ja nicht automatisch, die muss man ja ganz klassisch abgeben. Also da hat man schon noch die Option, die Bonusmission nachträglich zu beenden. Das ist ja nur bei den Heldenmissionen nicht möglich. Also ich habe meine 3 Stäbe jetzt zusammen. Ja, ich habe auch da schon den Strahl gesehen, das ist ein weiterer. Ich könnte jetzt 2 einsammeln, theoretisch. 3er. Auch noch. Ob es einen Bonus gibt, wenn wir mehr mitbringen? Ah, hat er ja gesagt, ne? So, machen wir die letzten 8 noch, oder? Ja. Noch einer rum. Wollen wir überlegen, ob wir schon in die Richtung der nächsten Gegend gehen und hoffen, dass wir unterwegs genug abschlachten. Dann sind wir aus dem Bereich aber, glaube ich, auch schon wieder raus. Ja, das kann halt immer so das Problem dabei sein. Hier ist nochmal ein Wissensobjekt für die Morgukai. Da hinten sind auch noch welche. Ja. Ich scheine auch eine einigermaßen vernünftige Spawnrate zu haben. Gut. Wenn ich so an die da oben denke und wo wir hergekommen sind. Mhm. Gut ist, die Quest macht ja mittlerweile bestimmt auch kaum noch jemand. Ja, obwohl halt 36 Leute auf Taros unterwegs sind momentan. Ja, auf unserer Instanz. Es ist halt eine Nebenquest, die man nicht machen muss, eine Erkundungsmission. Richtig. Aber wir machen. Treibst du dich eigentlich gerade rum? Das wollte ich dich auch gerade fragen. Ich komme mal wieder in deine Richtung, aber es fehlen noch 2. Hier stehen viele rum, also. Ja, wohl, eigentlich stehen hier nur Einzeldeute rum. Ja, die sind halt so vereinzelt, meistens mit irgendwelchen Viechern unterwegs. Richtig. Und damit zählen bloß sie. Lass du da am Wickel ein? Ja. Komm mal ein. Warum? Sind wir bei 19. Hier ist Nummer. Oder zählt. Doch, der zählt. Hey, bleib hier. Damit haben wir 20. Sehr schön. Gut. Dann würde ich sagen, Richtung Westen weiter. Du meinst bestimmt Osten? Ich meine Osten, ja. Hat gewundert, Westen schon wieder abgeben, die Quest? Klar. Wo wir doch bloß einmal um die Ecke gehen müssen und schon eigentlich beim nächsten sein sollten. Wir erinnern uns aus den Geschichten an dieses Schiff der Republik, das von Darth Malak abgeschossen wurde.
So, da haben wir das Südsensornetz. Sollte bloß für mich wichtig sein. Ja, mir ist das egal. Natürlich kommt er. Wieder Nikto. Ja, die scheinen zu häufiger zu geben. Ich finde, die sollen man viel eher auslöschen als die Katar. Auf jeden Fall. Die ja auch alle gegen die Katar haben. Nicht verstehen. Ja gut, wir kämpfen fürs Imperium. Wir haben was gegen Fremdlinge. Ja. Manchmal träume ich von einer Welt nur für uns und für Gleichgesinnte. Ich herrsche und alle Auserwählten bekommen einen eigenen Kontinent. Doch es sind Träume, keine Vorsehung oder dergleichen. Ich will nur, dass ihr glücklich seid. Hey, Moment, nimmt das Ding wirklich auf? Okay, das war eine Chronik. Ich habe schon mal unsere Bonusmission angefangen. Was für eine Bonusmission? Besiege Katar-Krieger. Jawohl. Bist du denn schon wieder hin? Nee, nur hier gegenüber. Ne? Ah ja, ich habe eben gerade geguckt, bist du schon vor weiter gerannt? Nein, ich gehe genau bei dir. Ja. Republikanische Waffenkisten. Ach, um die tut's mir irgendwie leid. Die würde ich eigentlich gar nicht bekämpfen. Ja. Sind bloß leider zur falschen Zeit am richtigen Ort. Hey, genau. Aber 7 Stück, das ist doch gar nichts. Kommt drauf an, wie viele hier rumstehen. Hey, ein Waffenlager. Mit Wachtdruiden. Mit Wachtdruiden. Keine Katar-Krieger. Da geht's schon los. Drüben sind noch einige. Hm? Ja. Und wieder Streit an. Wir haben gesiegt. Da hinten war eine Kopfgeldjägerphase, wie ich ihn gerade gesehen habe. Hä? Okay. Als ich den Kopfgeldjäger gespielt habe. Und das war ein ganz dringend notwendiges Level-Up. Dringend notwendig? Ja, halt... war nichts zu lernen. Rückstoßkontrolle passiv. Aha. Abklingzeit von der Fertigkeit kann ich verringern, wenn ich die richtige Fähigkeit in der richtigen Reihenfolge einsetze. Yay! Ich vermute mal, im PvP ist das durchaus nützlich. Stimmt. Ich mach bloß kein PvP. Ich auch nicht. Ja, das war's schon. Ja, na ne, ne, gut, alleine gehen wir da schon relativ schnell durch und zu zweit. Wie ein heißes Messer durch butterweiche Butter. Machen wir das nächste Sensornetz? Ich bin gerade am überlegen. Nach Norden wäre, glaube ich, deine Mission. Ich weiß nicht, wie die Wege sind. Ich würde sagen, wir müssen eh nach Norden, wenn ich mir das so angucke. Ja, also ich würde jetzt, glaube ich, erstmal Richtung Westen weitergehen und dann eine Chronik und deine ja, aber das sieht so aus, als wenn wir müssen da weiter. Das sieht so aus, als wenn man da nicht durchkommt, weil da haben wir die großen Wände, von denen du immer sprichst. Hm.
Gut. So, dass wir hier nach Norden durch müssen und dann ja im Endeffekt näher an deinem Zeug dran sind. Machen wir mein Zeug. Soll laufen oder? Achso, wir laufen wieder, ne? Ja, ich bin immer der Meinung, wir werden hier eh häufig unterbrochen. Irgendwie immer wenn ich versuche, an Gegnern vorbeizufahren, haben die eine sehr hohe Chance, mich vom Fahrzeug zu kicken. Ja, dann wird's ungemütlich. So dass ich also meistens dann doch eh gegen sie kämpfen muss. Oh ja, da vorne ist ein ganz großer... ja, so ein ganz großer roter. Den braucht man nicht. Wunderschön grün. Ich habe ein Videobeweis, dass es rot. Ich habe den Videobeweis, dass es grün ist. Ich glaub dir nicht, du lügst. Tja, dann weiß ich ja, sehe rot. Ich lass dich mal vorgehen, zwei Schritte. Ja, sonst kommst du nicht rein. Und jetzt zuletzt war es blau. Gerade massiv bei mir. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe einen neuen Ort entdeckt. Huhu, wie siehst du den jetzt zusammen? Ist gar nicht gefunden. Oh, das ist gerade nicht feierlich. Ich hab jetzt zwischendurch so ganz miese Ruckler drin. Ich hab mal geholfen, aufzuräumen. Vielen Dank. Wie gesagt, eben war das Spiel nicht wirklich möglich. Zwischendurch läuft es gerade flüssig und dann ruckt es wieder massiv. Na, das nehme ich als Unterstützung dabei. Ja. Okay. Was? Muss das so? Vermutlich. Reden wir mit dem republikanischen Sturmtruppen. Hier bin ich. Keine Tricks. Glaubt nicht, dass ihr leichtes Spiel mit mir habt. Nur weil ich ein Padawan bin. Selbst Meister Ocera ist mir mit dem Lichtschwert unterlegen. Darf ich die gegen Vector tauschen? Nein, darfst du nicht. Hier ist das Holocron. Wie versprochen. Ein Sith, der sein Wort hält. Jetzt habe ich alles gesehen. Seltsam. Ich habe noch nie eins davon in der Hand gehalten. Ich dachte, sie wären schwerer. Du darfst es zu deinen Meistern bringen, aber im Gegenzug musst du etwas für mich tun. Das hängt davon ab, was ihr verlangt. Ich werde nicht gegen meine Ausbildung handeln. Du weißt, wie man den Geist in der Jedi-Enklave beschwört. Der Geist? Nein, kein Sith kann die Jedi-Enklave betreten. Was wollt ihr überhaupt von ihm? Es gibt Sith, die diesen Geist haben wollen, aber ich denke, ich kann ihn verjagen. Selbst die Meister konnten nicht herausfinden, wie man den Geist vertreibt. Das erzähle ich nicht jedem. Ich habe Träume, ich sehe Dinge. Ich habe geträumt, dass ich den Geist beschwichtigen kann. Ich weiß nicht wie oder warum, nur dass es meine Bestimmung ist. Die Meister haben die Enklave aus gutem Grund bewacht, denke ich. Lass sie dich sehen, wenn du den Geist beschwörst. Ich verspreche, ihnen wird nichts passieren. Sie würden euch mit Links besiegen, wenn ihr irgendwas versucht. Abgemacht. Ich werde die Enklave vorbereiten und die Meister informieren. Ja, na toll. Ja. Erhöhe Kampfpheromone. Das war jetzt nicht fair. Der war alleine. Hallo, die müssen schon wenigstens eine Armee gegen mich schicken von den Viechern, ja? Darunter fühle ich mich beleidigt. So, ich hoffe mal, es ruckelt leider immer noch. Ich hoffe, hier draußen wird's wieder. Hoffe ich auch.
Husten wird gerade irgendwie schlimmer. Morkeln wird auch nicht besser. Dann sollten wir das vielleicht nutzen, um... Haben wir eine Stelle, wo wir uns einigermaßen sinnvoll hinstellen können? Ich glaube, hier hinten. Zwischen den Bäumen. Ja, das ist schön. Schön idyllisch. So ein bisschen im Grün versteckt, zumindest Vector. Schade, bewegen sich nicht genug, dass man ihn wirklich gut verstecken könnte. Nee, man sieht ihn noch. Ja. Ja, egal wie man die Kamera dreht. Ja, schade. Die würde ich aber wirklich gerne gegen die Dame da tauschen. Ja, kann ich verstehen. Ja, gut. Boah, bevor es hier mit mir noch schlimmer wird, würde ich sagen, machen wir an der Stelle Schluss. Wann die Videos genau rauskommen, werden wir noch sehen. Ja. Das klären wir noch im Anschluss an die Aufnahme irgendwie ab. In dem Sinne hoffe ich, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann, euer Schneider Tiger. Hoffe ich auch. Tschüss, bis zum nächsten Mal.